Heiko und guten Morgen! Willkommen zurück zu Pokémon Goldene Edition Nuzlocke Challenge mit Tibi Let's Play! Und wir sind hier in Azalea City, wo ich mich noch genau mit euch umschauen wollte. Aber zuerst möchte ich eine Sache vom letzten Part noch nachholen. Denn ich war hier auf Route 33 doch sehr schnell durchgelaufen, um unsere lieben Kleinen zum Pokémon Center zu bringen. Dabei haben wir hier noch einen kompletten Grasstreifen zu untersuchen. Und hier treffen wir Hupspross. Und es ist ein Männchen. Das ist ja sehr gut. Da fällt mir direkt ein passender Name dazu ein. Ich mag Hupspross. Ich finde es auch gut gemacht, dass man bei seinen Entwicklungsformen quasi auch die verschiedenen Formen des Löwenzahns sehen kann. Also hier hat man bei Hupspross ja die ganz normalen Löwenzahnblätter, die doch sehr markant sind. Bei seiner Weiterentwicklung Hubbeluff sieht man nachher die goldene, also gelb-goldene Blüte. Und wenn es zu Papunga wird, ist es eine Pusteblume. Ich finde, das hat man doch ganz gut durchdacht. Und ich wage es jetzt mal, einen Pokéball zu werfen. Bleib drin, Kleines. Nein! Kann ich nicht. Aber Kleines! Oh. Okay. Wenn ich jetzt, wann dann? Möchte ich unbedingt haben, Kleines. Jawohl! Für Hupspross wurde ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Hupspross, Löwenzahn. Um nicht vom Wind davon geweht zu werden, treten sie stets in Gruppen auf. Eine Brise gefällt ihnen. No. So. Denn es ist ein männliches Hupspross und ich dachte mir, da fällt mir nur ein passender Spitzname ein, nämlich Peter. Gewidmet an Peter Lustig, den ich doch sehr für seine Werke, also wie eben auch seine Sendung Löwenzahn, bewundere, habe ich früher schon sehr gerne geguckt und inzwischen suchte ich das wieder. Also ich habe in den letzten Wochen, glaube ich, die ersten 90 Folgen schon nachgeholt. Und da kommen ja noch ein paar. Und es ist schon, finde ich, wieder ein größerer Verlust gewesen, dass auch Peter Lustig verstorben ist. Naja. Ups, ich wollte eigentlich Blutsauger wählen. Naja, ist nicht mehr verwirrt. Ja, schön. Ach, das dauert mir zu lange. Wiebke, komm mal her. Ich glaube, du bist hier vom Vorteil. So, Giftstachel. Sehr effektiv. Und vergiftet. Mich wundert wirklich, dass Hupspross Platscher kennt. Bei Carpador kann man es ja noch erklären, aber naja. In diesem Gefecht ist es auf jeden Fall unser Vorteil. So. Wie viele Erfahrungspunkte brauchst du? 55. 77. Na gut. So, hier haben wir den Wanderer Tom. Der hat mich übrigens kurz vor der Aufnahme mal angerufen. Ich melde mich, falls es Neuigkeiten gibt. Ja. Tom hat nämlich nur erzählt, von wegen sein Pokémon ist etwas fitter geworden und so, aber er will wohl noch nicht kämpfen. Es ist gefährlich, hier hineinzugehen. Deshalb stehe ich hier Wache. Bin ich nicht ein barmherziger Samariter? Okay, was genau bewachst du? Moment, vielleicht steht's ja hier. Der Phlegmonbrunnen ist auch bekannt als Regenmacherquelle. Die Leute hier glauben, dass das Genen eines Phlegmon Regen erzeugt. Laut den Aufzeichnungen soll das Genen eines Phlegmon vor 400 Jahren eine Dürre beendet haben. Wow, das heißt, Phlegmon existieren schon seit 400 Jahren? Hm,
Interessant. Alle Fleckmann sind aus der Stadt verschwunden. Ich hörte, dass ihre Routen verkauft werden. Was? Was? Das ist ja... Ihr Schweif? Moment, das hatte doch der eine Typ auf der Route 32 schon erwähnt. Der wollte uns eine verticken für 1 Million Pucke-Dollar. Holzkohleofen. Okay, schauen wir uns hier mal um. Alle Fleckborn aus der Stadt sind verschwunden. Was? Vielleicht ist der Patron des Waldes zornig auf uns. Es kann ein böses Omen sein. Besser, wir bleiben zu Hause. Die Fleckborn sind alle weg. Alle? Patron des Waldes? Wo sind nur all die Fleckborn hin? Sind sie irgendwo zum Spielen hingegangen? Ich hoffe doch. Danke. Azalea City Pokémon Arena, Leitung Kai. Die lebende Käfer-Pokémon Enzyklopädie. Okay, klingt interessant. Lass mich mal rein hier. Psst. Hast du schon einmal eine Fleckmon-Route probiert? Sie soll sehr lecker sein. Du bist sicher froh, dass ich dir das gesagt habe? Na, ich will eigentlich froh, wenn du hier weggehst. Ich will da rein. Bildmann. Wobei, Fleckmon-Route hat der auch erzählt. Okay, der Verdacht erhärtet sich. Gehen wir mal zu Kurzhaus. Besuchen wir ihn mal. Hm, wer bist du denn? Chibi, was? Du willst, dass ich ein paar Bälle für dich mache? Verzeih, aber das muss warten. Kennst du Team Rocket? Egal, ich erzähle ohnehin darüber. Team Rocket ist eine üble Bande, die Pokémon für ihre Zwecke einsetzt. Man sagt, dass sie sich vor 3 Jahren aufgelöst haben. Aber jetzt sind sie am Brunnen und schneiden die Routen von Fleckmon ab, um sie zu verkaufen. Das ist barbarisch. Also werde ich ihnen eine Lektion erteilen. Haltet durch, Fleckmon. Der alte Kurt kommt ist auf dem Weg. Sollten wir ihm folgen? Großvater ist fort. Ich fühle mich so einsam. Okay, wir folgen ihm. Keine Sorge. Aber erst gucke ich mal, was hier wächst. Apricoco Weiß. Ja, WSS steht für Weiß. Es gibt verschiedenfarbige Apricocos, kann ich schon mal sagen. Aber ich glaube, mehr kann Kurt erzählen, weil das nämlich eigentlich sein Fachgebiet ist. Und der Typ hier ist weg. Hallo, Chibi. Die Wache ganz oben ist weggelaufen, als ich sie angeschrien habe. Aber dann bin ich hier in den Brunnen gefallen. Ich bin so hart auf meinen Rücken gelandet, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Au. Ach Mist. Wenn ich nur fit wäre, dann könnten meine Pokémon sie bestrafen. Aber mir ist nicht zu helfen. Chibi, zeig ihnen, wie mutig du bist. Tu es für mich und für die Fleckmon. Okay. Dann kommt der hier, Rüpel. Mist, ich stand da rum Wache, als ein Verrückter vorbeikam und mich angeschrien hat. Ich bin so erschrocken, dass ich hier runtergefallen bin. Ich glaube, ich lasse meine Wut an dir aus. Rocket Rüpel möchte kämpfen und schickt Radfatz in den Kampf. Radfatz? Tja. Superschall? Ich merke jetzt erst, dass die Kampfmusik ein bisschen anders ist. Finde ich sehr schön. Nee, finde ich wirklich gut, dass das quasi ein Team Rocket-Thema ist. Bin mir nicht sicher. Aber es müsste eigentlich das Rocket-Thema sein. Tackle. Bam. Bam, bam, bam. Und Bianca hat gewonnen. Als nächstes kommt Radfatz in den Kampf. Okay, dann schicken wir mal Wiebke. Ja, unsere liebe Kleine soll ja auch ein bisschen leveln.
und zeigen, dass sie doch nicht so lieb und so klein ist, dass sie sich wehren kann mit ihren Giftstacheln. Ist's okay? Volltreffer? Nicht vergiftet, schade, aber ich muss trotzdem wechseln. Ich möchte nichts riskieren, wo man nichts riskieren muss. So, Rasierblatt sollte das übliche machen, denke ich mal. Jo. Und wir haben den ersten Rüpel besiegt. Na, heute ist einfach nicht mehr Tag. Ja, so kann man es auch sehen. Such dir einen anderen Job, du Trottel. Huch! Wir sollen aufhören, den Fleckmann ihre Routen abzutrennen? Ja, versuchen wir. Versuche, uns alle zu besiegen. Rocketrüpel möchte kämpfen. Ja, es gibt jetzt auch weibliche Rocketrüpel. Der Sprite sah sehr aus wie Cassidy aus dem Anime. Es gab ja neben dem normalen, also dem altbekannten Team Rocket mit Jesse und James ja noch ein anderes Duo, nämlich Butch und Cassidy. Ich fand das in den Folgen manchmal etwas merkwürdig, dass die eine doch sehr dunkle Uniform hatten und nicht die typisch weiße, wie eben Jesse und James. Sehr gut, sehr guter Einsatz. Geringer Schaden. Ich habe gedacht, das würde mit Blobbys Aquaknarre doch ein bisschen schneller gehen. Aber es geht ja trotzdem voran. Der Vorteil daran ist, dass es halt eine Wasserattacke ist. Step. Na, auf den letzten Drücker, ne? Auf den letzten Drücker. Komm, Blobby, Konzentration! Jawohl! Sehr gut. Ah, Level 8, endlich. Als nächstes kommt Rettern. Okay. Ja, nehmen wir Bianca. Wickel. Na gut. Das Gute daran ist, Wickel wurde hier glücklicherweise in der zweiten Generation abgewandelt. Vorher war es ja so, wenn der Gegner Wickel eingesetzt hat, konnte der Spieler absolut nichts mehr machen, außer zu warten, dass die Wirkung von Wickel nachlässt. Man konnte nicht angreifen, man konnte sein Pokémon auch nicht zurückziehen. Gut, das kann ich jetzt eigentlich auch nicht. Aber ihr seht, Bianca kann trotzdem angreifen. Und das ist schon eine deutliche Verbesserung. Weil Wickel und Klammergriff waren damals wirklich meine Hassattacken. Das in Kombination mit Vergiftung oder Verbrennung ist natürlich dann richtig schön. Du vorlautiges... vorlautiges... Du vorlautes Balk. Ja, ganz schön vorlautig. Supertrank. Oh, das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee jetzt. Und noch ein für Bianca. So. Bin mal so frei. So. Hier sind die Fleckmon. Wir sollen aufhören, den Fleckmon ihre Routen abzutrennen? Wenn wir auf dich hören würden, wäre der Ruf von Team Rocket ruiniert.
Hartschwarz. Level 7. Okay, da hätte er dann ja doch noch eine Chance gehabt, aber ich möchte jetzt auch trotzdem mal Wiebke richtig durchstarten lassen. Volltreffer! Vergiftet! Wunderbar! Wunderbar! So soll das! Kann sich Adam echt mal was abgucken hier. Soll es nochmal wagen? Ja, komm, ich wage. Ecke. Sehr gut. Kling! Level 9! Okay, wenn es Bubatz kommt, dann schicke ich Bianca. Ja, ich glaube, ich muss wirklich mal ein bisschen trainieren. Vielleicht mache ich das nachher. Oh, ich find Offscreen-Training ehrlich gesagt auch ein bisschen doof. Zumindest bezüglich der Non-Stop-Challenge. Ich möchte, dass ihr dabei seid und mitfiebert. Naja. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so gut. So. Komm schon, Bianca. Konzentration. Und dann volle Möhre. Nicht mehr verwirrt. Sehr schön. Ja, ein kleiner Schub. Noch ein Zubot. Ja. Da müssen wir durch. Da müssen wir leider durch. Wird langsam Zeit, dass wir ein Elektro-Pokémon ins Team bekommen, ne? Oder generell mal einen neuen Typ. So. Erledigt. Kling! Level 15! Okay. Du bist stark. Okay. Wie viele Tränke habe ich noch? Ich glaube nicht mehr einen. Den einen spare ich mir für dich auf. Beziehungsweise ich benutze ihn sofort, wollte ich sagen. Ja, super Tränke habe ich noch. Das war's dann leider schon. Kann Adam nicht auch Blitz lernen? Nein, kann er nicht. Ausgerechnet, er kann das nicht. Dem hätte ich das gegönnt. Na gut, den letzten kriegen wir schon irgendwie gebacken, oder? Hey! Was willst denn du hier? Wenn du uns bei der Arbeit störst, gibt es für dich keine Gnade. Rocket Rüpel möchte kämpfen mit einem Pokémon, nämlich Smogon. Okay. Level 14 zwar, aber... Super Schall? Tackle? Oh, ganz knapp. Aber es ist jetzt verwirrt. Das ist schon mal sehr gut. Darauf habe ich es angelegt. Und jetzt kommt Bianca zum Einsatz. Unsere kleine Kampfeule. Verwirrt und selbst angegriffen, das wollte ich sagen. Was du vornehmst.
Oh, nicht mehr verwirrt, schade. Aber hey, es hat sich einmal selbstwillig getan. Wie auch immer, ohne Gliedmaßen. Wahrscheinlich ist es einmal gegen die Wand genockt. So. Yay, endlich Level 9 für dich. Zip, ein paar für dich. Du hast dich heute wacker geschlagen, Kleiner. Wir sehen uns später. Hä? Yeah! Team Rocket wurde vor 3 Jahren zerschlagen. Schon, aber wir sind immer noch hier. Wir sind wieder zurück. Wir haben unsere Arbeit im Untergrund fortgesetzt. Nun kannst du zusehen, wie wir für Unruhe sorgen. Tschüss! Weiter so, Chibi. Team Rocket ist abgehauen. Mein Rücken, ah, dem geht's schon wieder besser. Lass uns jetzt gehen. Hä? Annette, das ist ein sehr ungünstiger Zeitpunkt. Guten Morgen, Chibi. Hier ist Annette. Habe ich dich aufgeweckt? Nein, aber ne. Ja, ich wollte mal sagen, ich habe meinen Nidoran verkleidet. Es sieht noch süßer aus als vorher. Das musst du hören. Vorgestern habe ich gegen Hopsprouts gekämpft. Es war einfach. Ich war aufgrund der Elementklasse im Vorteil. Bye, bye. Ja, klar. Gift besiegt Pflanze und so. Ja, ja, ja. Egal. Hallo, Coach. Hallo, Chibi. Du hast dich am Brunnen wie ein wahrer Held benommen. Ich mag deinen Stil. Es wäre mir eine Ehre, für einen Trainer wie dich Bälle anzufertigen. Das ist alles, was ich habe. Aber hier, bitte nimm das. Ein Köderball. Ich mache Bälle aus Aprikokos. Pflücke sie von Bäumen und bringe sie mir. Ich fertige daraus Bälle. Hast du auch Aprikoko für mich? Schön. Ich werde einen Ball daraus machen. Ja, wir haben Aprikoko-Weiß. Wenn ich... Ich werde einen Tag brauchen, um einen Ball zu fertigen. Komm später wieder. Ja, das ist leider der kleine Knackpunkt an Kurz Pokebällen. Er kann zumindest in Gold und Silber nur jeweils einen Aprikoko-Pokeball machen am Tag. In der Kristalledition hat man das glücklicherweise verändern können, dass man auch sagen kann, ich gebe dir jetzt 10 Aprikoko oder 20 oder wie auch immer. Dass er eben ein bisschen effizienter arbeitet. Ansonsten sei noch gesagt, die Bälle von Kurt sind zwar an sich ganz okay. Also der Köderball ist es auf jeden Fall. Damit kann man Pokémon, die man zum Beispiel geangelt hat, geschweige denn Wasser-Pokémon eigentlich allgemein besser fangen. Die Fangquote wird dann halt ein bisschen erhöht. Aber es gibt leider auch einige Entwicklungsfehler bei den Bällen. Bei dem Mondball ist das zum Beispiel so. Der ist eigentlich dafür gedacht, dass man Pokémon, die sich mit einem Mondstein weiterentwickeln können, also Pummeluff, Pipi, Nidorina, Nidorino, dass man die leichter fangen kann. Wegen einem Entwicklungsfehler wurde das aber leider nicht umgesetzt. Der hat quasi denselben Effekt wie ein stinknormaler Pokéball. Und dasselbe ist übrigens auch mit dem Flottball. Der Flottball, den man mit einer weißen Aprikoko machen lassen kann, also was wir jetzt hier gerade in Auftrag gegeben haben, der war eigentlich dafür gedacht, schnell flüchtende Pokémon, wie beispielsweise die legendären Wander-Pokémon oder Panzer oder Voltoball, die sich sehr schnell selber explodieren, dass man die schnell fangen kann, bevor das Schlimmste passiert. Aber wegen einem Entwicklungsfehler wurde das leider auch nicht richtig umgesetzt. Das, ich hab gelesen, die Fangrate wird lediglich bei 3 Pokémon erhöht. Und zwar bei Slimer, Tangela, Magnetilo. Das sind alle 3. Und das sind leider auch alle 3, die ich für die Nuzlocke Challenge nicht berücksichtigen werde. Wegen der Regionsregel. Ja, heißt also, mit dem Turboball kann ich im Grunde ja, eine Dartscheibe bewerfen, aber kein Pokémon. Ja, aber hey, ich meine,
vom Prinzip her finde ich das schon cool gemacht, dass es jemanden hier in Johto gibt, der sagt, hey, ich mache aus Aprikoko Pokebälle mit einem besonderen Effekt. Ob der jetzt wirklich so läuft oder nicht, ist ja relativ. Ich finde das cool. Ich finde es richtig cool. Ja. Und ich merke gerade, die Zeit ist leider auch schon rum. Aber hey, wir haben jetzt ein paar Level-Ups. Wir haben die Fleckmon jetzt alle befreien können. Guck mal, da sitzt doch wieder eins. Fleckmon. Geht mir keinen vor. Ich werde langsam schon wieder müde. Ich bin noch gar nicht... Naja, ich bin ja von Stündchen aufgestanden. Wenn hier so weitergehen, wird es gleich regnen. Ach, Menno. Naja, egal. Auf jeden Fall ist die Arena nun auch wieder frei begehbar, da der Rocketrüpel nun auch verschwunden ist. Und da meine lieben Kleinen jetzt fit sind, werden wir uns auch im nächsten Part darum kümmern. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, meine Lieben. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis bald und Chibi-Chibi!